Danke, Mama, ich hab dich lieb. Leute, was war denn das, Digga? Herzlich willkommen zu einem neuen täglich Topra hier auf Topra. Was geht ab? Ja, ich fahr jetzt wieder in die Arbeit. Ich habe gerade gemerkt, meine Haare sehen echt aus wie ein Pilz. Aber gut, ich war ja auch nicht beim Friseur. Bin ja selber schuld, gell? Also ich würde sagen, fatzen wir los. Auf der Arbeit und ich habe vorne alles angemeldet, gleich Sachen rausstellen, Kunden reinlassen, Spaß haben. Ja, so ein toller Tag, habe ich so das Gefühl. Irgendwie, weiß nicht, finde den Tag heute toll, ist angenehm, deswegen. Ja, diese Frisur. Aber ich sage, heute wird ein guter Tag. Ich glaube, die Frisur hat etwas geholfen, man weiß es nicht. Nee, war schon ganz cool. Bis jetzt lief es richtig rund, war schön, habe ein paar gute Sachen gemacht. Ich stolz auf mich. Ja, und jetzt geht's rüber ins Center. Mittagspause. Easter, Freunde. Und ich würde sagen, wir holen uns Mampf. Ich hatte ja gestern die Situation mit den Schnittbildern angesprochen. Und ich glaube, heute machen wir mal wieder ein traditionelles, so wie seit jeher, seit 1983, seit 15 Jahren. Digga, wie lange habe ich diesen Spruch schon nicht mehr gebracht in einem Vlog? Ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich geil an, Leute. Das mal wieder zu sagen. Hüpfert. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe mega gute Laune heute. Keine Ahnung wieso. Deswegen heute Morgen auch, ja, Tag wird gut und siehe da, er wurde gut. Ich muss so über meine Frisur lachen, Alter. Die scheißt so komplett rein. Aber egal, das kann mir nicht die Laune vermiesen. Heute ist ein super Tag. Essen Easter, Freunde, Salat mal wieder. Und wir haben ja noch das Dressing im Laden. Deswegen geil. Jetzt wieder rüber. Warte, Mampfe. Diese Frisur. Naja, gut. Ja, wir sehen uns gleich nochmal, denke ich. Ich würde sagen, gönnen wir uns, oder? Guten Appetit euch. Guten Tag. Feierabend ist angebrochen. Liebe Leute, in diesem Vlog. Ich räume noch ein bisschen den Laden auf, mache mich dann auf den Weg. Fahre erst noch woanders hin. Dann geht's nach Hause, dann kurz mit dem Hund, weil meine Eltern sind heute auf einer Veranstaltung. Und dort helfen sie irgendwie aus, machen Bardienst oder so, glaube ich. Und dann hat meine Mama mich vorher angerufen und gesagt, Sohnemann, kannst du bitte mit dem Hund gehen, wenn du nach Hause kommst? Dann habe ich gesagt, klar, keine Mare, Mutter, kein Problem. Ja. Nein, weil man muss auch manchmal was für die Eltern tun, denn sie tun ja so viel für einen. Also wirklich jetzt, das ist nicht ironisch gemeint. Ich meine, sie hat von Donnerstag auf, also von gestern auf heute, meine Klamotten gewaschen. Also meine Hose und mein Shirt. Ich hatte so gemeint, ja, kriegen wir das hin, dass das bis morgen trocken wird. Die so, aber Mama hat es natürlich hingekriegt. Weil ihr wisst ja, Mamas kriegen so einiges hin, wo wir uns denken, shit, das packen wir nicht mehr. Und deswegen an der Stelle ganz liebe Grüße an meine Mama und danke für alles. Ich sage das viel zu selten persönlich, deswegen mal in Videoform. Falls du dieses Video sehen solltest, danke Mama, ich hab dich lieb. Sind wir ready to go? Ja, ich geh doch einfach weg. Ich würde mal sagen, das war ein klares Nein, aber sie muss, sie hat keine Wahl. Ich weiß, du gehst nicht so gern mit mir weg, du würdest lieber mit Papa gehen, also deinem Herrchen, nicht mit mir. Dem Unterhörchen, was? Ja, neben meinem Vater geht's ja extrem gerne. Also sobald er auch zur Tür reinkommt, direkt drauf zu rennen, bam, bam, begrüßen. Und sobald es losgeht, also sobald der nur zur Tür geht, sie direkt hinterher, weil sie denkt, spazieren und hier und rennen. Und weil er macht halt immer richtig große Touren mit ihr teilweise. Also der macht immer teilweise, alles klar, Digga. Der macht teilweise echt große Touren mit der. Also der läuft da so 20 Kilometer oder länger, keine Ahnung. Der ist manchmal am Wochenende 4 Stunden mit der weg. Ja, das macht der halt Spaß, ne? Ja, sollen wir jetzt oder? Hallo? Maja? Komm, wir gehen spazieren.
Bisschen. Kleine Runde, weißt du. Naja, ich bring dich jetzt mal dazu, hierher zu kommen, mit mir spazieren zu gehen und ja, ich war übrigens bei dem anderen Kollegen und ja, ihr wisst ja, ich habe nicht gefilmt. Und das Standardzeug. Damit meine Mutti nicht sagen kann, ich war nicht. Bitteschön. Ich könnte jetzt auch nur die Straße langlaufen und dann wieder zurückgehen. Aber nein, so assi bin ich dann auch nicht. Na? Gell? Hund, was schnüffelst du schon wieder? Hm? Gibt's da was Leckeres? Gibt's da was Leckeres? So, wir laufen jetzt noch eine kleine Runde und dann sehen wir uns wieder zu Hause. Okay, Katze will auch irgendwas. Staubt mich an. Naja. Moin. Nächster Tag. Ist angebrochen. Ja, gestern, keine Ahnung, ich war derbe müde, bin eingeschlafen. Dann hat eins zum anderen geführt, Vlog nicht geschnitten, dies, das, ananas. Aber ich verabschiede mich jetzt aus diesem Vlog, werde gleich im Anschluss den nächsten aufnehmen und sage wie immer, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Bis dahin, haut rein. Fuah!